Wollen Sie etwa behaupten, dass mein Vater mit Sir Williams Verschwinden in irgendeinem Zusammenhang steht? Miss Lomax, habe ich etwas derartiges gesagt? Sie haben es durchblicken lassen. Was erlauben Sie sich eigentlich? Uns hier ins Haus zu fallen, um meinen Vater einem Kreuzverhör zu unterziehen? Ich bin Ihnen doch nicht ins Haus gefallen. Ich habe doch lediglich... In Ihren Augen hat wohl die persönliche Freiheit eines Menschen nicht die geringste Bedeutung, Dr. Goetsch. Aber doch, im Gegenteil. Sehen Sie, nichts beschäftigt mich mehr im Augenblick als Sir William Stacys Freiheit. Denn es ist keineswegs ausgeschlossen, dass man ihn irgendwo gefangen hält. Gefangen? Unsinn. Ja, ich möchte nur hoffen, dass es Unsinn ist. Und jetzt bitte ich Sie, Ihren Vater sprechen zu dürfen. Oder wäre es Ihnen angenehmer, wenn ich zu passender Zeit noch einmal wiederkäme? Nein, nein. Nein. Inzwischen wird er ja wohl schon wach sein. Kommen Sie bitte mit. Führe Sie hinauf. Vielen Dank, Miss Lomax. Hast du Dr. Goetsch ein Glas Sherry angeboten, Helen? Nein, ich... Aber so behandelt man doch keinen Besuch. Der extra aus London kommt. Bring uns schnell mal die Flasche. Ja, gleich. Ja, bitte behalten Sie doch Platz. Vielen Dank. Tja, ich wollte, ich könnte Ihnen irgendwie helfen, Dr. Goetsch.